Dann haben wir gestern gesehen, es gibt statische und dynamische Verfahren. Und was elementar wichtig ist, ist den Unterschied zu verstehen. Die erste einfache Antwort, die man geben könnte, wäre, nun, statische Verfahren sind eher so Fotos, zeitpunktbezogen, und dynamische Verfahren sind Filme, Bewegungen, Abläufe. Das ist auch eine Erklärung oder eine Antwort, mit der man in den meisten Fällen gut durchkommt. Wenn man sagt, Bilanz ist doch eher statisch und G&V ist doch eher dynamisch, was heißt denn das? Wenn man sagt, ja gut, die Bilanz ist ein Foto und die G&V ist ein Film, die filmt sozusagen die Bewegung eines Jahres, während die Bilanz die Bestände eines Tages zeigt, dann ist das eine befriedigende Antwort. Hier ist die Antwort nicht ganz befriedigend. Sie ist nicht falsch, aber sie ist nicht ganz befriedigend. Was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass die dynamischen Verfahren extremen Wert darauf legen, wann eine Zahlung anfällt. Weil es da Unterschiede gibt zwischen 1.000 Euro jetzt und 1.000 Euro in 3 Jahren. Und die statischen Verfahren ignorieren diesen Unterschied. Mehr noch, die statischen Verfahren arbeiten gar nicht mit Zahlungen, sondern sie arbeiten mit Kosten, wie wir gestern gesehen haben. Andere Größen. Ne? Zahlungen und Kosten ist was anderes. Da gibt es teilweise Parallelen, wie wir ausführlich betrachtet haben, aber es ist zunächst mal vom Grundsatz was anderes. Ne? Ein- und Auszahlungen sind was anderes als Leistungen und Kosten. Das haben wir ausführlich besprochen. Ja? Und Sie sehen, warum wir das so ausführlich besprechen, weil das immer wieder vorkommt. Hier auch wieder. Also wir haben in der statischen, zum Beispiel Kostenvergleichsrechnung, Kosten betrachtet. Wir haben in der Gewinnvergleichsrechnung Leistung und Kosten betrachtet. Eigentlich müsste das Ding ja Betriebsergebnisvergleichsrechnung heißen, ne? Weil wir haben Leistungen, die wir dann auch schlampigerweise Umsätze oder Umsatzerlöse nennen, und ziehen davon die Kosten ab und haben ja einen Gewinn. Ne? Gewinn. Ja, nur Gewinn. Gewinn ist halt so ein Platzhalter. Ne? Gewinn kann das sein oder das sein oder das sein. In dem Fall meinen wir tendenziell das Betriebsergebnis. Ja, also andere Größen, mit denen wir arbeiten. Mit Kosten, mit Leistung. Das sind die Größen in der statischen Investitionsrechnung. In der dynamischen Investitionsrechnung arbeiten wir mit Zahlungen. Mit Zahlungen. Also zum Beispiel in der dynamischen Investitionsrechnung werden wir den Posten Abschreibungen vergeblich suchen, sondern stattdessen die Anschaffungsauszahlung betrachten. Das ist ein wesentlicher Unterschied. An diesem Beispiel kann man das ganz gut klar. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.